Nächstes Spiel, nächstes Glück. Und jetzt gibt es kein Zurück. Komm schon, was muss ich spielen außer Drach an der großen Mauer? Das, was ich vorher gespielt habe. Ich weiß es nicht. Dann machen wir Holocaust des Verdammens. Hoffentlich stürzen sich die Gegner ins Verderben und nicht ich. Dieselbe Position wie beim letzten Kolosseum. Kampf. Fick, Teil. Was auch immer. Du hast ein böses Wort gesagt. Ich habe auch Wiesel gesagt und darum beschwerst du dich nicht. Du lebst damit. Aber Wiesel ist kein böses Wort. Du mein putziger Name bin ich. Ah, du weißt. Böses Viech, wir haben keine Erziehung. Dafür gibt's auf die Finger! Apropos Finger, deine Finger schmecken scheiße! Böses Kind! Aber hier sehen wir wieder den ganzen Ballista-Counter. Ich sehe dich nicht, ich weiß schon, dass du scheiße guckst. Ich weiß, ich kann doch scheißeriger gucken. Mein Dirtblick. Den niemand sehen will. Wer weiß. Vielleicht erinnerst du dich noch an das 20. Geburtstag. Ah ja, da hängt es ja. Hä? Das Bild da. Oh nee. Eine hässliche Fratze. Das müssen doch nicht genau. Gibst du das selber zu? Why not? Finden sogar sowieso alle. Wer ist alle? Dafür Familie. Ich glaube, das zeige ich dem Marco auch noch. Oh Gott, das tut mir schon leid. Ja, ich erinnere mich noch, als ich dieses eines das Skype-Profil da mit so einer dummen Visage gemacht habe. Oder sowas. Ach Gott, das war heiß. Ja. Du erinnerst dich ja noch. Ich habe das Bild noch. Nee. Ich wollte keine Albträume kriegen heute. Du hast noch genügend Zeit. Was denn? Bis du wieder in die Schule gehst. Von da schaden ein paar Albträume nicht, außer vielleicht dein Hirn, aber... Hirn. Solange es sich nicht über Gabriel handelt, müsste alles in Butter sein. Ach, ich mag Butter. Ich mag Butterbrezeln. Super, oben. Muss den Hunger mit Wasser stillen. Auch wenn es nichts Essbares ist. Ja, ja, wir watchen. Oh, er trifft. Hier, guck mal, das ist ein Sackgasse. Ja, da wird später etwas passieren. Aha, aha. Okay. Soll ich spoilern? Nein. Na also. Gut, ich bin nicht das Ziel. Ja, besser so. Ist der Feld auf blau und dann noch einmal, da musste erst später hin.
Dies ist voll schön. Ja, ich weiß, das musst du erst später, wenn du die alle Ultibell-Teile hast. Boah, ich freue mich auf den Wald, der ist voll schön. Ich weiß, der hat auch voll die geile Mucke. Ich konnte es leider gerade nicht hören. So ganz chillig. Wo muss ich denn jetzt hin? Frag doch mal dein Menüteil. Ja, der steht nun in Pilzwaren. Ja, vielleicht hat der Glöckle ja was. Boah, ich muss echt Leute fragen. So. Schießen wir den Franziskus ab. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Dammit! Ziel, Moment. Ja, aua. Das war gar nichts. Ich weiß. Komm, du musst stärker. Ich auch viel härter. Ich kann auch Faust. Ja, du musst stärker zielen. Du musst verhindern, dass ich zum Micha werde. Okay. Wir wissen doch alle, dass der Micha nichts drauf hat. Nichts in der Hose. Oh nee, da weiß ich nicht. Was? Du mit deinem Kopf so. Ja, ich weiß. Boah, ich muss mir was verkneifen. Keine weiteren Details bitte. Nein, nicht diese Art von Verkneifen. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel getrunken. Damn it. Ja, so geht der Turm immer noch nicht kaputt. Er lebt mit 2 Punkten. Währenddessen Hendrix Auftritt. Nachdem er letztes Mal ja unverdient schwimmen gegangen ist, sollte er sich wieder hier reinsteigern. Los und mach den anderen Feuer unter mit an. Mine! Penis! Ja, die Flugstunde hatte ich absolut nicht nötig. Ich meine, der Hendrik hatte sie nicht nötig. Ja, super. Unverdient Schaden genommen, ein bisschen Bergfried beschädigt. Besser kann's doch nicht laufen. Ja, hier greifen die zum nächsten Franziskus. Die heiligen Bibel verschwinden im Nichts.
Eis ist. Ja. Muss mir was da reinfallen. Muss aber Warnungsparty beenden. Selbst wenn es so um die eine Stunde dauert. Aber was soll's. Da kann ich ja vielleicht so nebenbei, nachdem das gelaufen ist, ja noch ein bisschen Pflanzen gegen Zombies auf Facebook spielen. Muss ja noch einiges freischalten da. Was? Was? Ja, die Roten haben irgendwie was gesagt. Ich glaube, die sind nicht zufrieden gewesen, weil ihre Türme zerstört wurden. Keine Sorge, ihr Roten. Der Epiclacker wird Hamster schießen. Normalerweise ist er ja dafür bekannt, dass er die Affenbande freilässt, also die Kong-Familie. Aber momentan ist dem noch das verwehrt geblieben. Im letzten Kolosseum hat er das ja zweimal durchmachen können. Immer alle hinter den Gebäudenkisten, um zu hoffen, dass es wieder mal ein Wunder ist, so wie in den letzten Part, so wie im letzten Part, dass ich ein Wunder gezogen habe, dass der Gell ein Wunder gezogen hat. Dass das Wasser hier auch orange ist, ist auch neu. Das ist ein bisschen. Ja. Also ich denke nicht, dass Lava, ja doch, da steigt ein bisschen Flamme auf. Hm, ein heißes Bad vielleicht nehmen, aber das passt den Würmern nicht so. Ja, es wird dann ein riesengroßes Pissbecken sein, sage ich dir, wenn du außerhalb des Kolosseums mal sehen würdest. Ja, guck mal, orange. Und Flammen aufsteigen. Also. Darf wohl jemand zu sehr masturbieren. Bevor er das alles voll gepisst hat. Sonst wäre es nicht so heiß. Was meinst du? Grinse, grinse, grinse. Ich habe mein Exzellenz verdorben wegen dir. Oh, lenkt dich die Sexgeschichte ab. Ja. Vielleicht. Es ist so. Ja, aber es macht Spaß zu werden, Tickets mit Benzin zu übergießen, ja, und anzuzünden. eigentlich nicht. Ah, trotzdem, Bitchbook wollte ich schon immer mal. Mehr Bergfriede. Wir müssen hier alles belagern. Wir müssen Gegner loswerden. Wir müssen Wiesel züchten. Auch wenn eins mehr als genug sein soll. Oh, danke. Ja, es ist besser, wenn du dich nicht verbreitest. Wo siehst du mich als Zucht an? Man könnte es ja. Wenn du nicht zu viel wirfst, dann darfst du bleiben. Das heißt, ich darf gehen? Ja, wenn die Aufnahme vorbei ist. Oder wirf halt. Spiel. Warum denn? Stört's dich? Ja. Gut. Komm.
komplette Verwüstung von Schwarzpulverkugeln. Oh scheiße, sie haben eine Burg, habe ich nicht gesehen. Ich hoffe, ich bleibe von denen verschont. Sonst muss ich ein Wiesel nötigen. Mach doch Spaß! Mit dir macht es viel mehr Spaß, zu kommentieren. Ich sag aber gerade gar nichts. Und wer hat gerade das Maul aufgerissen? Nicht ich! Also, wenn ich das sein soll, dann kann ich ziemlich gut Frauenstimmen nachmachen. Aber ich glaube, das bin ich nicht. Ah, schon wieder ein Luftschiff? Ja. Oh, aber du nicht wollen, dass sie zu dir herkommen. Warum? Ich hab dich schon. Ja, du kannst sie aber für extra Erfahrung töten. Ich verdoppelt deinen Erfahrungspunkt, das ist dir klar, oder? Hä? Ich bringe dir also über 100 Erfahrungspunkte dazu. Virus? Du bist ein Virus! Nein, der nicht heißt Virus, deswegen gibt es die Micharitis. Hast du es etwa schon vergessen? Niemand will ja so minder bemittelt sein wie der. Hier, Shiro, ich stütze dich mal, indem ich unter dir eine Burg errichte. Ein wissenschaftliches Labor. Jetzt können wir ein bisschen mit dem Wiesel rumexperimentieren. Wie nennt man das nochmal, was man mit Frösch... Mario ist Mini! Ich versuche mir... Ich versuche gerade nachzudenken. Ja, guck mal, der schimpft mich gleich aus. Die obvious Riesenbrustkacke. Riesenarmbrustkacke. Also, da ich ein zweites Labor habe, nutze ich das eine Labor für den Schaden, das andere um... Boah, wie nennt man das, wenn man... was macht man in Biologie mit Fröschen, wenn man sehr so gerne sieht? Ah! Ja, okay, das mache ich mit dir dann. Ich muss doch checken, ob bei dir alle Organe funktionieren. Und dafür musst du mich aufschneiden? Ich kann dich auch zunähen. Ich bin doch schon zu. Zu was? Zu. Geschlossen. Ja, wir müssen doch prüfen. Und du willst tierlieb sein? Sofern mir kein gescheites, weniger krankes Thema einfällt und du nichts dazu sagst. Ja, ich bin gerade am Zocken. Lass mich. Hey, ich erlaube dir wenigstens mich zu schlagen, wenn ich irgendwelche Michas lande. Super. Ja, dann nutzt das aus, bevor ich dir diese Ehre wieder quasi wegnehmen muss.
Was habe ich gezogen? Eine Waffenschmiede. Der Backflip wäre fast kaputt gewesen. Ja, gleich mal die Kiste krallen. Und im Kolosseum gleich mal die erste Reihe platzieren, aber dann doch wieder gehen. Mine auslösen. Und dann sehen, wie die Kiste in die Luft fliegt. Boah, schwör mal, der Computer, der ist scheiß heiß. Ich glaube sowieso schon. Ich kann es dir auch so beweisen. Okay, irgendwie ist so schon warm gemacht. Hey, weißt du, wie ich da raufkomme? Yes! Okay. Indem du runtergehst. Hm? Nach rechts schießen. Ins Holz? Und bohren. Ich habe nicht das Geringste gesehen. Oder vielleicht doch? Nein. Du hast nichts gesehen. Kein Wind bedeutet kein Ärger. No reactions from irgendjemanden. Und es fehlen nur noch 11 Minuten bis zum Sudden Death. Lassen Sie schießen, lassen Sie werfen. Komm, Zitadelle. Muss sein. Der Pickler hat's gebaut. Will aber die Kiste haben, die auf dem Bergfried liegt. Ein Krankenhaus. Ah, guck mal, Shiro dänzt hier einen ab. Guck mal, er macht den Elfenshake. Und Bobonus ist gerade nicht in der Nähe. Jetzt müsste ich mir den Zufall entscheiden, wenn ich mir aussuchen soll, um abzuschießen. Ene mene Miste, es labert in der Kiste. Ene mene weg und du bist was weg. Du hast gerade gesagt, du laberst in der Kiste, oder was? Bitte was? Du hast gerade gesagt, irgendwas mit du laberst in der Kiste. Mir scheißegal, ist doch fast dasselbe. Es rappelt in der Kiste natürlich. Ich habe es nur schnell genug ausgedrückt. Das war ein Drama. Jawohl, der Big Lacker freut sich. Wobei ich hätte...
Ach Mist, eigentlich müsste er ja die Kong-Familie freilassen, so wie es von ihm üblich ist. Ja super, gleich nochmal. Déjà-vu, findest du nicht auch? Das sollte lieber nicht passieren. Seid zu hyperventilieren. Nein. Aus so einer Situation weiß ich auch, wie ich rauskomme. Der Bergfried ist die Schwachstelle. Und die Hamster wurden für nichts und wieder nichts verschwendet. Die armen Hamster. Lieber doch beim Lena geblieben. Na. Blau schießt, blau trifft. Robo-Jock fliegt in die Luft. Was für ein Schuft. Komm schon, es müsste schneller gehen. Ich will euch schneller erledigen. Ich glaube, ich lege ein Ei. Guck doch mal, was die auch noch haben. Das heißt, ich habe zwei Plagen, mit denen ich klarkommen muss. Und genau ich werde es beenden. Denn ich bin dran. Töten wir den Micha, denn dann sind alle sicher. Darauf wird dann gekichert. Denn mir fällt kein Reim mehr ein. Aber ich rufe das Armageddon, damit er alles vernichtet. Es muss alles vernichten, ansonsten habe ich das Spiel nicht gewonnen und du musst länger hier bleiben. Komm, so schnell auch wieder weg. Ja, dieses eine Wunder ist weg. Und das auch. Zeig mir mein Siegestanz. Ich glaube, ich habe eine Schramme geholt, aber egal. Oh, genau 200 hat es den abgezogen. Und somit den definitiven Tod für den Maxle. Experiment Lover! I love this Spruch. Ja, das Wunder ist weg. Und das Wunder ist weg. Du musst es laufen. Oh je, die Blauen sind ja sowas von gearscht, wenn die Hamster richtig treffen können. Ah, die Festung steht noch. Sieht aus wie ein angeknabberter Käse. Da muss der Kammerjäger her. Okay, jetzt sieht es nicht mehr so scheiße aus. Die Festung ist wieder ganz. Genauso wie deren, weil das aber gerne einfach zu böse ist. Und jetzt ist es Zeit, noch böser zu werden. Labor numero 2. Du wollen Durchschlagskraft sehen. Was? Du wollen Durchschlagskraft sehen, wenn ich zwei Labor habe. Weil
langweilig. Ja, guck mal, hier, geiles Teil, ne? Hier voll im Weg, im Blickfeld. Aber was soll's? Ich nehme hier fetten Laser. Und dann ich mache kaputt. Ich mache ihn kaputt, aber ich nehme dann doch Elchi. Elchi zielt auf. Wer auch immer. Oh, die Festung steht. Aber allerdings hat es Würmer weggefetzt. Hey, versuch mal beim Monkey Boy das K wegzunehmen. Das was? Beim Monkey Boy das K wegnehmen. Mm. Oh Gott, ich habe 3 Würmer von denen erlegt. Ich wollte doch eigentlich nur die Festung. Yeah, und der Marco feiert sich auch einer. Ich tanze genauso wie die Würmer. Du tanzt bescheuerter. Wer weiß? Ich weiß es. Ja, du bist schon fast am Verrecken, sehe ich. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, wir haben auch ein wissenschaftliches Labor, das ist aber böse. Das ist sozusagen... Ah, guck mal, da war vorhin die 314, die ist jetzt vorbeigelaufen. Oh. Mann. Ich hab sie nicht gesehen. Ja, 314. Vielleicht wirst du es sehen. Wenn wir den Replay davon sehen. Auf YouTube. Ja doch. Das bleibt auf ewig. Scheiße. Ist mir doch wurscht. Brat oder Leberwurst? Brat. Magst du sie? Ja. Ja, wie auch immer. Oh oh, Labor 1 ist in Gefahr. Ist aber immer noch da. Gut. Ja, ja, sparen wir uns das, den Schaden. Den, das, die Schaden, Penis. Was auch immer. Waffenschmiede. Phase komplett. Raketenwerfer. Die österreichische Orgel. Jawohl. Hab sie weggefetzt. Hendrik weiß, wie man die österreichische Orgel richtig einsetzt. Die Festung ist zu Staub geworden. You know how I got there? That's for later. You must go down. Oh, so. Where the other platform is. Komm. Und jetzt... Ja, guck mal, der Hendrik tanzt jetzt auch. Experimental over. Gleich zum zweiten Mal. Wisst ihr? Ich er kann nicht schauen. Er kann... Er tanzt genauso wie ich. Du tanzt bescheuerter. Das sehe ich auch ohne dich anzugucken. Was denn? Wenn man 2 Wunder auf einem Haufen los wird... Dann ist es doch selbstverständlich, dass man sich einen abtanzt. Was verstehst du daran nicht? Ich! Gut, dass die Verbindung zum wissenschaftlichen Labor den Schuss abgeblockt hat. Aber die Waffenschmiede wird natürlich anvisiert. Not good. Ja, ja, der tanzt auch ein. Guck mal. Ich.
Mann, ich bin am Zocken. Ja, hör auf rumzubocken. Einmal Hamsterkanone. Okay, die Uhr läuft ab. Und zwar genau jetzt. So, was hat der Fnat? Errichten wir eine weitere Waffenschmiede. Ja, du aufs Klo? Ja, aber ich weigere mich. Aber ich schicke mal den Esel. Irgendwie leckt es gerade. Jetzt hat. Hey, ich lieber, lieber. Ja, ich taunte mich mit diesem Wasser hier. Wasser, 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 Pitsch, Platz, Platz. Pitsche, Pitcher, Pitcher, Patsch. Hör auf, über Wasser zu reden. Sandef regiert die Welt. Ich kann's aushalten. Nein, kannst du nicht. Nein, jetzt ist die Wasserflasche ausgekippt. Nein. Es ist hier alles nass. Nein, es ist nicht. Man darf es sich doch vorstellen, oder? Ich kann mir vorstellen, dass ich dir diese Wasserflasche mal über dich drüber kippe. Ja, dann musst du noch mehr pissen. Ja. Du wirst ein perfektes Pissbecken abgeben. Sandef, verzögere es nicht. Wir wissen doch alle, dass ich siegen werde. Was ist? Die scheiß Gegner regen auf. Ich weiß, deswegen mache ich sie ja auch. Der Shiro kriegt gleich mal was ab. Und das Labor ist weg. Positionieren auf der Zitadelle. Posieren auf der Zitadelle. Und der Esel ist immer noch so faul und gammelt. Wirklich, aber der wurde gerade von sämtlichen Toastern erfasst und stirbt jetzt deswegen. Das ist eben der pure Luxus. Von neuen Mikrowellen und anderen möglichen IKEA-Waren geschmissen zu werden, das muss... Und jetzt hör auf mit der Wasserflasche zu wackeln, das bringt eh zu wenig. 100... Werkzeug für Wiesels!
Ihr Werkzeug für Wiesels. Langsam werde ich müde. Ja. Ja, bei dir wundert es mich nicht. Du bist ja noch ein kleines Kind. Na, guck mal. Ah ja. Was jetzt? Das liegt daran, weil hast du irgendwie was versaut vorher? Nein. Ah, du hast einen Flatterkopf. Du hast den Flatterkopf dazu auch versaut. Was für eine ehrfurchtgebietende Aussicht. Ich rege mich nicht auf, obwohl der ganze Scheiß bei Assassin's Creed 5 hochfliegt. Das ist ohne Zeit. So. Habe ich auch nie angezweifelt. Splitsoße. Hm. Okay, zurück zu Worms. Komm schon, reg dich schneller. Ich bin in Bewegung. Und dazu sagst du besser nichts. Ich sag noch gar nichts. Ja, dass ich in Bewegung bin. Was größtenteils eh nicht stimmt. Es wird Zeit für einen fetten Laser. Hier ein bisschen mal die Festung verunstalten. Hier noch ein Haftbefehlsymbol drauf. Um zu sehen, dass die Festung wirklich hässlich aussieht. Wird er? Nö. Gift. Was ist denn falsch da? Schau, dass du den Felsen durchbohren kannst, oder? Das regt mich auf. Das regt mich auf, weil ich recht habe. Ja. Du müsstest dich eigentlich besser kennen. Ja, den kannst du nicht zerbrechen, weil der Riss woanders ist. Nee, 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 nee. Das obvious Klugscheißer ist ein Halt. War einfach zum Super Nintendo, ne? Wird sein Idol das Gabriel sein? Es sieht so aus. Suizid, Nilpferd. Immer der elektrische Sturm. Und täglich grüßen die Ikea-Waren. Oh oh, der greift meine Festung an. Die Verunstaltung muss nicht sein. Würde sie ja wie ein Micha aussehen.
schneller, schneller. Ja, der ist wirst du nicht auch langsam müde? Ja, aber jetzt bin ich sofort wieder aufgewacht, weil die eine Zitadelle haben. Und das versetzt mich in zusätzliche Angst. Oh, oh, sie werfen ein fetten Elch auf die Roten. Wow, der hätte fast die Festung erlegt. Okay, mir sind jetzt die Blauen eindeutig viel zu gefährlich. Ja, von der Seite freut man sich. Warum? Ja, guck mal, mein Esel sitzt noch drauf. Locky ist lang begraben. Bumm. Wir können leider nicht sehen, was sich im Kolosseum abspielt und wo die ganzen Würmer hinfliegen. Aber die Wand ist schön. Ja, griechische Kunst. Ich glaube, ich beende es genauso wie beim letzten Mal. Weißt du noch, wie es letztes Mal ausgegangen war? Oder mit was ich es beendet habe? Komm! Benutz dein Hirn, sofern du eins hast. Hey! Welche Harfe habe ich letztes Mal benutzt? Um zu gewinnen, meine ich. In der Totenstadt. Warum sagst du es denn nicht selber? Ich weiß es schon, aber ich will sehen, ob du wieselig genug bist und das noch weißt. Ich weiß es nicht mehr. Dann gibt's keinen freien Punch auf mich. Hier ist die Antwort, Minenwelle. Du weißt schon, diese überdimensional doppelschadenhaftige Vogelkacke. Wir werden sie wiedersehen. Werden Sie sehen, wir werden es beenden. Aber diesmal... Was? Dark Dice lebt! Nur der Ludo nicht. Ja, scheiße, er lebt noch. Dann ist es noch nicht so gelaufen, wie ich es mir erhofft hatte. Alter, ich komme hier nicht weiter. Wie kommt man? Dann ist sie mal gescheitert. Wie? Ja, ja, ich weiß. Du wirst von einer anderen Richtung kommen. Glaube ich. Go under the mushroom. Ich hoffe, dass er die Festung repariert, aber ich glaube, das bezweifle ich. Oh oh, Fettlaser. Und jetzt? Und jetzt da. Ja, warte, ich kann mich gerade überhaupt nicht konzentrieren. Alter, wieder rumhaut.
geht's nicht. Aber ich glaube, das Spiel ist vorbei, weil das Gift wird ihn zurichten. Ja, noch ein bisschen auf die Festung. Schadet nicht. Ein letztes Mal. Hier am 29.07.2013. Das aktuelle Aufnahmedatum. Was meinst du? Ist der Sieg verdient? Ich möchte keine negative Antwort hören. Natürlich hast du es dir verdient. Hast du ganz toll gemacht. Ja, Sieg ist mein. Ein Grabstein mitten auf der Zitadelle platzieren. Ist doch auch mal was. Komm, jumpen wir. Was denn? Der jumpt? Ich jump. Was ist? Ja, das Einzige, was hier jetzt bei Kids Eraser geschrieben wird, ist, dass der Marco einen Heckenschützenpreis gewonnen hat. Sonst hat es nichts mit meinen Würmern zu tun. Finsternis verschrieb sich seine Shades, strategisch bester Baum Loki, Publikums Liebling Ludo, Datox Weiß Ludo. Max ist langweilig. Aber von daher beenden wir die Worms Party. Hoffentlich es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wiesel. Tschüss. Lauter. Tschüss. Gutes Gewieselchen. Hier. Wie geht's?